Herr Präsident, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Die letzte Wahlperiode, Legislaturperiode in diesem Haus war sicher eine Periode der Innenpolitik. Und wenn wir die heutige Debatte bisher verfolgt haben, dann sehen wir, auch diese Periode, die anstehende Periode, wird mindestens für einen gewissen Zeitraum weiter eine Periode der Innenpolitik bleiben. Wir stehen weiter vor großen Herausforderungen im Bereich der Migration, der Integration, der Sicherheit, aber auch des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und ich glaube, das ist das, was Horst Seehofer eben mit dem Thema Heimat beschrieben hat. Darum geht es im Kern bei dem Thema Heimat, nämlich auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der Koalitionsvertrag, und da danke ich Eva Högel, sie hat das ausgesprochen, gibt ganz konkrete Antworten und enthält ganz konkrete Punkte, wie wir diese Probleme angehen. Und ich hätte mich gefreut in der Debatte heute, wir hätten mehr über diese ganz konkreten Probleme und ganz konkreten Aufgaben gesprochen. Das wäre sicherlich hilfreich gewesen. Ich will zwei Felder herausstellen, Migration, Integration und auch auf das Thema Digitalisierung eingehen. Von zentraler Bedeutung wird weiter das Thema Migration bleiben. Und wir geben auf unterschiedlichen Ebenen unterschiedliche Antworten. Die internationale Ebene, die internationale Seite hat die Bundeskanzlerin, finde ich, sehr ehrlich und überzeugend in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch angesprochen. Nämlich insbesondere das Thema Fluchtursachenbekämpfung. Abschotten ist sicherlich nicht, wenn wir das Welternährungsprogramm und den UNHCR weiter vor Ort unterstützen, um damit wirklich die Ursachen, dass Menschen am Ende hungern, dass sie nicht ausreichend versorgt sind, dass wir diese Ursachen bekämpfen, dass wir den Menschen ganz konkret vor Ort helfen, dass wir es ihnen möglich machen, dort vor Ort Flucht zu nehmen und nicht den Marsch durch ganz Europa anzutreten. Das, finde ich, ist eine ganz konkrete Hilfe. Dazu hat die letzte Bundesregierung und insbesondere die Bundeskanzlerin ganz maßgebliche Beiträge geleistet. Und das ist der erste und wichtige Punkt, den wir mal anerkennen sollten in diesem Zusammenhang. Und auch das EU-Türkei-Abkommen ist am Ende hilfreich. Es gibt die Kritik an diesem Abkommen, das hat auch die Kanzlerin klar und deutlich erwähnt. Aber es ist doch allemal besser, diesen Weg zu beschreiten, als dem Sterben, und das haben wir lange Zeit sehen müssen, als dem Sterben in der Ägäis und dem Tun der Schlepper und Schleuser tatenlos zuzusehen. Das ist doch die eindeutig bessere Lösung. Und richtig ist auch, das hat Horst Seehofer angesprochen, wir brauchen einen wirksamen Schutz der europäischen Außengrenzen. Wir müssen Frontex ausbauen zu einer europäischen Grenzpolizei. Und es ist richtig, ich glaube, Alexander Dobrindt hat es in der Debatte am Mittwoch gesagt, ohne sichere Außengrenzen kann es keine offenen Grenzen im Innern geben. Der Satz gilt. Und deshalb ist es richtig, wenn wir weiterhin mit intelligenten Maßnahmen auch unsere Binnengrenzen prüfen und checken, solange wir an den Außengrenzen noch nicht wirksam geschützt sind. Unser Ziel ist ein gemeinsames europäisches Asylsystem. Auf dem Weg bis dahin sind wir aber auch auf nationale Maßnahmen weiter angewiesen. Bundesminister Seehofer hat die Ankerzentren für Aufnahme-, Entscheidungs- und das Rückführungsthema angesprochen. In Zukunft sollen in diesen Zentren die Verfahren gebündelt und schneller durchgeführt werden, und möglichst von dort sollen dann da auch Rückführungen stattfinden. Es ist richtig, dass wir Asylsuchende ohne geklärte Identität nicht weiter im Land verteilen. Wir wollen wissen, wer sich in unserem Land aufhält. Diese Anforderung, glaube ich, kann man stellen. Und wir werden in diesem Zusammenhang auch das Thema Altersfeststellung bei möglicherweise Minderjährigen angehen. Einer der nächsten Punkte wird die Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten sein. Und ich sage das, ich begrüße das außerordentlich, den Masterplan zur verstärkten Durchsetzung der Ausreisepflicht. Angesichts von 230.000 ausreisepflichtigen Personen, angesichts vieler hunderttausend Asylklagen und wahrscheinlich eines wachsenden Bestandes dieser Personen
ist dieses Thema dringlich. Und ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, aus meiner Sicht ist die Durchsetzung des Asyl- und Flüchtlingsrechts keine Frage von Härte oder von Menschlichkeit, sondern es ist in erster Linie eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres Rechtsstaates. Wir beschädigen das Vertrauen in diesen Rechtsstaat und damit letzten Endes auch die Akzeptanz in unser Asylrecht, wenn es am Ende egal ist, ob ich als Flüchtling anerkannt werde oder nicht, aber ohnehin irgendwie in Deutschland bleibe. Dies gilt insbesondere, wenn bereits Ausreisepflichtige straffällig werden oder eine Gefahr darstellen. Es geht deshalb am Ende nicht um harte oder um weiche Asylpolitik, sondern es geht um das Vertrauen, dass das Recht in diesem Staat gilt und auch durchgesetzt wird. Und Herr von Notz, Sie haben angesprochen, dass das Thema Integration im Koalitionsvertrag nicht angesprochen würde oder zu kurz käme. Ich rate Ihnen zur Lektüre dieses Kapitels. Da stehen sehr dezidierte Planungen und auch Vorhaben drin, nämlich, dass wir eine Integrationsstrategie entwickeln wollen, in der wir sämtliche Maßnahmen, die bisher zum Teil noch sehr unstrukturiert laufen und nicht abgestimmt sind unter den Ländern und zwischen dem Bund und den Ländern, dass wir die in einer gebündelten Strategie zusammenfassen wollen, nach dem Grundsatz fördern und fordern. Und ich möchte auch noch eingehen auf einen wichtigen Punkt, auf einen zentralen Punkt, Stichwort Digitalisierung, Stichwort IT, im Zusammenhang mit der Kriminalitätsbekämpfung, auf die wahrscheinlich mein Kollege Schuster nachher noch intensiver eingehen wird. Ich glaube, eine ganz zentrale Aussage dieses Koalitionsvertrages ist, dass wir gleichwertige Befugnisse der Sicherheitsbehörden im Internet wie außerhalb des Netzes brauchen. Das hat der Minister richtigerweise angesprochen. Das ist ein zentraler Schlüssel im Kampf gegen die Kriminalität im und durch das Internet, ebenso wie der Nutzung des Internets etwa für terroristische Propaganda oder die Planung von Anschlägen. Wir führen diese Diskussion schon länger und immer wieder, wenn wir über die sogenannte Vorratsdatenspeicherung oder auch etwa über Online-Durchsuchung sprechen. Letztlich, meine Damen und Herren, geht es um die Frage, wollen wir einen rechtsfreien Raum oder rechtsfreie Räume im Internet dulden oder stehen wir für die Durchsetzung unserer Rechtsordnung gleichwo, im normalen Leben, in Anführungszeichen, oder auch im Netz? Für uns gilt Letzteres. Ich möchte mir auch noch einen Hinweis erlauben auf das Bürgerportal unter diesem Stichwort Digitalisierung, um noch wenigstens anzusprechen, dass wir nicht nur über Sicherheit und diese Themen sprechen, sondern auch über die Servicequalität, über das Bundesinnenministerium als Bürgerministerium. Und da wird dieses Bürgerportal, dieses einheitliche digitale Portal von außerordentlich großem Nutzen sein für die Bürger, die dann auch real erleben, wie sie von der Digitalisierung profitieren können. In der letzten Wahlperiode, das hatte ich gesagt, gab es viel zu tun in den Feldern Migration, Integration, innere Sicherheit oder auch Digitalisierung. Das wird jetzt wieder so sein. Ich sage auch von meiner Seite einen herzlichen Dank an Thomas de Maizière, unseren früheren Bundesinnenminister. Und ich freue mich auf Horst Seehofer und die Zusammenarbeit mit ihm, die Zusammenarbeit in dieser Koalition. Ich glaube, wir haben auch heute einen Bundesinnenminister erlebt, der die Hand ausgestreckt hat zur Zusammenarbeit. Diese Hand nehmen wir jedenfalls an, und wir freuen uns auf die Arbeit in diesem Haus an diesen Themen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Martin Hess, AfD, zu seiner ersten Rede im Deutschen Bundestag.